sucht. So ist es. Und wir gehen auch ins erste Spiel direkt hier rein. Wir sehen nochmal kurz das Publikum. Also Kopenhagen Wolves gegen Fnatic und wir haben es ja schon angesprochen. Ash wurde von den Kopenhagen Wolves ausgepackt. Also auch wieder was Neues. Die Kopenhagen Wolves scheinen da momentan noch ein bisschen rumzuprobieren, was die Champions angeht. Ansonsten können wir eigentlich sehen, dass hier wirklich streng der Meta gepickt wurde. Da wurde jetzt nichts Besonderes ausgepackt. Es sei außer eventuell noch der Renekton, der ja auch eigentlich schon in der Versenkung verschwunden ist, muss man sagen. Aber ja immer noch gute Winrates aufweist. Also Freddy ist da ja der Dominierende, das ist klar. Und Renekton scheint natürlich dann trotzdem stellenweise zurückzukommen. Und er ist ein guter Tank. Er ist ein absoluter Fleischball, der sich vor alle stellen kann und bis zu einem bestimmten Grad nicht unterschätzt werden sollte. Weil die Teammitglieder, abseits natürlich von Cyanide, werden butterweich sein. Die müssen dann natürlich auf die Verstärkung von Lulu hoffen. Aber Lulu kann nicht jeden vergrößern. Wir sehen auch schon, dass Cyanide sich schon eine Pink Ward mit eingepackt hat. Ja, hier hat man nochmal versucht, die Ward direkt zu zerstören. Man sieht auch, dass man hier wirklich einen Invade wagt. Oh, jetzt könnte es gleich zu einer epischen Schlacht kommen. Oh, Glitterlanze geht rein, macht da guten Schaden. Volley ist natürlich auch in der Lage, mehrere Ziele zu treffen. Es fehlt aber an der härteren Betäubung. Braum kam auch nach niemandem ran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Er hätte wirklich nur einen markieren müssen. Aber ich glaube, er hat auch gar nicht... Ich bin mir gar nicht sicher, ob er seine Q-Fähigkeit geskillt hat. Denn es standen ja viele da und es war kein einziger markiert. Und mit dem Q kannst du ja wirklich auch einen Gegner markieren und verlangsamen. Ah doch, hat er geskillt. Okay. Also ist nochmal für beide Teams gut ausgegangen. Man hat jetzt auch keine Beschwörerzauber verbraucht, außer Yellowstar. Er hat zwingend das Weite gesucht, war auch der Erste. Oder derjenige, der am nächsten dran war. Vielleicht könnte das Airwix ausnutzen. Wir bemerken auch, dass es natürlich auf der Seite von den Kopenhagen Wolves nicht darum geht, einen Lane Swap durchzuführen. Wirkt hier noch sehr, sehr normal. Aber das Gleiche können wir nicht von Fnatic sagen. Sie suchen hier mit mehreren Leuten die Top-Lane auf. Ja, also da muss man auf jeden Fall, kann man eigentlich schon wieder so einen klassischen Lane Swap beobachten. Wir sehen auch schon, dass Yellowstar hier schon direkt zum Blue Buff rübergeht und auch Reckless ist schon auf dem Weg zur Toplane. Er hat übrigens das Läuter nochmal umgewechselt zu dem Heal. Ist, denke ich, auch eine gute Idee, weil klar, man kann den Pfeil loswerden. Das ist nicht schlecht. Man muss aber wirklich immer super genau damit sein. Mit der Heilung hat man ja die Möglichkeit, sich auch zu beschleunigen. Notfalls also dem Pfeil, also effektiver auszuweichen. Muss man ebenfalls erwähnen und es ist dann auch so schwierig, weil Läuterung halt sehr egoistisch ist. Ja, Gegensatz zur Heilung. Das stimmt, ja. Mit Läuterung kann man wirklich nur sich selbst befreien. Und wobei man sagen muss, die Heal hat ja auch eine kleine Veränderung erfahren. Hält jetzt nur noch eine Sekunde diese Bewegungsgeschwindigkeit, ja, anstatt zwei Sekunden. Da ist schon ein doller Nerv, muss ich sagen. Also da ist wirklich schon merkbar, dass man da nicht zwei Sekunden lang beschleunigt wird. Finde ich aber auch gut, da ja, wie wir schon bereits erwähnt haben, Randuins oben auch diese Bewegungstempo-Verringerung weggemacht wurde. Genau, und dadurch natürlich auch eventuell die D-Carries ein bisschen entlastet. Ich bin gespannt, wie sich dann entsprechend die Botlane macht. Sie sind wirklich eine eisige Combo, keine Frage. Ist auch super unangenehm, ne? Du wirst vom Braum markiert, bist verlangsamt und was passiert, wenn er echt dich angreift? Super unangenehm. Und zumal natürlich ehrlich selbst der AD-Carry ist, der die stärkste Eröffnung einerseits als ADC und teilweise auch im Spiel hat. Ja, das hat man ja schon am Anfang beim Invade gesehen. Sie stand da wirklich, hat einen Angriff und den Volley reingeschmissen und war wirklich ein auf halbes Leben schon alleine durch Ash. Mhm. Und das ist schon sehr stark, vor allem wenn du dann später noch die Klinge der Unendlichkeit hast, sind deine Crits noch stärker. Oh, das Q ging so ein bisschen daneben. Yellowstar hat aber keinen Flash, man wird es nun betäubt werden. Der Schild, denke ich, nicht ausreichend. First Blood geht an Youngbug, der sich hier unten mitbegeben hat. Für ihn besonders praktisch, weil er jetzt wieder den Levelaufstieg erfahren hat. Wie gesagt, wurde ja hier ein leichter Lane-Swap durchgeführt und er wird sich jetzt, denke ich, gegen Lucian noch gut behaupten können. Aber man hat das Zeitfenster genutzt. Kein Flash für Yellowstar, er stirbt. Ja, vor allen Dingen hat man, obwohl man wirklich diese Markierung nicht getroffen hat, wow, die waren gerade ganz schön arg verlangsamt. Das stimmt. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ja, man hat einfach gesehen, wie stark wirklich diese Passive von Braum ist. Einfach. Man wird betäubt, man bekommt Bonus, magischen Schaden. Und wie du schon erwähnt hast, für Youngbug ist das super. Er kann jetzt auf die Toplane gehen. Hat da zwar nicht so viel Farm natürlich wie Reckless, aber kommt mit dem Gold dann durch das First Blood einfach auch gut hinterher. Er wächst jetzt auf der Suche nach den Gegnern auf der Toplane. Ich denke, er kann hier mithalten. Die Frage ist, wie viel Zeit möchte er verbrauchen, um die Erfahrung entsprechend mit dem freundlichen Krokodil hier zu teilen. Er wird 3D erreicht. Das Durchhaltevermögen von Renekton hängt stark davon ab, wie oft er seine Q-Fähigkeit bei besonders vielen Vasallen und auch entsprechenden Champions trifft. Wird hier schwierig werden. Stattdessen in der Mitte in kurze Prügelaktion countert. Wird hier direkt erstmal zu Expecke geworfen. Kann jetzt hier den Minen entkommen. Und dieser Abtausch von Lebenspunkten ist auf jeden Fall in seine Richtung gegangen.
Hier muss Expecke schauen, dass er da sich erstmal keinen Vorteil oder keinen Nachteil weiterhin erschaffen kann. Das Gute an Kale ist auch, es ist wirklich ein sehr simpler Schaden. Du brauchst lediglich automatische Angriffe landen. Das heißt, keiner der Fähigkeiten von Kale muss irgendwie gezielt werden. Du musst wirklich nur auf den Gegner einhämmern und der bekommt da Schaden. Xpec hat da so ein bisschen mehr Probleme, denn alle seine Fähigkeiten sind Skillshots. Ja. Das heißt, wenn Kauter dementsprechend da flinke Füße beweist, dann kann er da auch ausweichen. Und das hat er auch gerade gemacht. Und dann kannst du natürlich nicht so gut tauschen, wenn es zu einem Kampf kommt. Genau. Es wird dann natürlich mit mehr Schaden entlohnt. Also so ist ja League of Legends aufgebaut, dass entsprechend Skillshots da ein bisschen besseres Scaling in den meisten Fällen aufweisen. Deswegen ist das auch nicht schlecht. Außerdem ist die Reichweite natürlich um einiges höher. Und man merkt, wenn er an seine Regeneration kommt, was das Mana betrifft, dann werden die Vasallen einfach eine nach dem anderen fallen. Und die Pokémon-Position kann dann auch später effektiver ins Spiel getragen werden. Und das ist auch so der Plan, denke ich mal, von Copenhagen Wolves. Sie haben eine Komposition, die den Kampf auch gerne mal sucht. Das ist kein Problem. Ash sagt sich, okay, ich versuche irgendjemand mit meinem unauffällig großen Pfeil zu treffen. Und danach kann jeder hinterher. Ja, vor allen Dingen, sie haben wirklich einen sehr starken Follow-up, wenn man Renekton, wenn man Lee Sin sieht. Vor allen Dingen, auf ein betäubtes Ziel kannst du so leicht diesen Insect-Move landen. Wir sehen auch schon, dass Unlimited immer mal wieder hier seine Markierungen landen kann. Souls ist da auch schon auf dem Weg. Also, ja, beide Top-Laner sind momentan vom Farm her eigentlich gleich. Also machen da wirklich beide einen guten Job, obwohl sie eigentlich spiegelverkehrt auf den unterschiedlichen Lanes sind. Wobei man sagen muss, schade, dass der Kanonenvasall nicht nur drauf ist. Aber ich denke, die Vasallen werden sich noch darum kümmern, wobei hier Ranked wieder auf der Seite ist. Man merkt auch schon, Fnatic wird hier wieder von den Fans stark favorisiert. Ist auch, denke ich, ja auch zahlentechnisch in Ordnung, weil Kopenhagen sind aktuell auf dem letzten Platz, tun sich da so ein bisschen schwer. Haken sitzt ja auch auf Youngbug, er hat ja noch seinen Slice and Dice zur Verfügung, kommt da also noch weg. Muss ich jetzt aber wieder einiges gefallen lassen und dadurch natürlich auch so ist in der Lage, etwas davon zu ziehen, was den Farm angeht. Ja, und auch Cyanide hält sich so ein bisschen in Richtung Youngbug auf, also er muss auf jeden Fall aufpassen. Er hat noch nicht seine Ulti zur Verfügung, das heißt, er kann sich da nicht noch mit mehr Leben unterstützen. Wir sehen auch schon, dass Cyanide nochmal ein bisschen die Biege macht. Haken sitzt auch, aber da geht man lieber noch nicht weiter hinterher. Cyanide war auch nicht in der Nähe, also konnte da auch kein Kokon landen und auch Reckless hat momentan noch nicht so viel Mana. Will man sich sogar hier noch den Blue Buff schnappen. Das ist besonders ärgerlich, weil den kann natürlich Kauter gut gebrauchen. Aktuell hat er diesbezüglich keine großartigen Probleme. Trotzdem ist das immer wieder ein nützlicher Gegenstand. Und das mit den Mobs ist, denke ich, auch in Ordnung, weil so ist zurzeit sehr, sehr gut in der Lage, seine Lane zu halten. Man merkt es einerseits am Farm, er ist immer noch ein Stück weit überlegen. Und Woolite und Unlimited waren nicht in der Lage, hier weiter zu drücken. Ich sag mal, du hast natürlich auch den großen Vorteil, gerade durch diesen Lane-Swap einfach, du kriegst da auch so eine Ashe rein ins Spiel. Ja. Klar, sie hat keine defensiven Fähigkeiten, abgesehen von der Ulti vielleicht, aber sie braucht sie auch nicht, da sie immer nur gegen einen spielt, in dem Falle Souls. Klar, der haut ihm mal da ein paar Glitterlanzen von Latz, aber ansonsten passiert da eigentlich nicht viel und man kann ihn da ohne Probleme auch alleine lassen. Und ab Level 6 ist Ashe halt schon wirklich ein bedrohlicher Gegner, weil wenn du da betäubt wirst und dann noch die Teammates hinterherkommen, dann musst du wirklich so schnell wie möglich das weitersuchen. Vollkommen richtig. Wir können jetzt auch bemerken, dass jetzt hier ganz kurz der Blue Buff gestohlen wurde. Kautard konnte diesen gemeinsam mit den Teammitgliedern holen. Und das ist ein guter Abtausch gewesen, weil Cyanide zwar jetzt mit dem Blue Buff ausgestattet, ist auch vollkommen in Ordnung, aber Xpec hat keinen. Er muss jetzt schauen, dass er alles aus seinem Kelch rausholt. Und das natürlich erstmal für den Beginn unangenehm, weil es halt auch dadurch an Schaden und natürlich an der Abklingzeitverringerung fehlt. Ja, und vor allen Dingen, man hat ja mit dem Patch 4.10 auch den Gral ein bisschen angegangen. Ja. Man bekommt weniger Mana-Regeneration und der einzige Vorteil ist, man bekommt für eine Tötung oder für eine Unterstützung mehr Mana regeneriert. Das sind jetzt 15% vom maximalen Mana. Also da hat man so eine kleine Verbesserung vorgenommen, aber generell an der Mana-Regeneration natürlich geschraubt. Oh, Youngbug, du musst hier aufpassen. Aber kann mit einer Combo hier so ist halbieren. Das ist auch so der große Vorteil. Muss aber hier mit dem vielleicht zurück. Hier sitzt nochmal der Fire, aber die restlichen Fähigkeiten jetzt nicht mehr zur Verfügung. Schöner Insect-Move für Yellowstar. Versucht dann mit dem Erschöpfen zu kämpfen und Airwax schluckt hier Schaden ohne Ende. Wird nochmal an den Haken genommen und die Betäubung immer noch nicht durchgegangen. Yellowstar kommt hier noch weg. Reckless schluckt hier auch zwar Schaden, kann sich aber behaupten. Zwei Kills mittlerweile auf seinem Konto. Versucht hier mit dem Niedermähen noch gegenzuhalten und Woolite scheint keinen Schaden zu machen. Jetzt kommt hier noch die Six-Bombe dazu, aber trifft niemanden. War eine knappe Sache. Oh mein Gott, Reckless lacht sich kaputt. Ja, das ist natürlich bitter. Da hat man wirklich auf Biegen und Brechen, obwohl man so viel daneben geschlagen hat. Resonanzschlag ging daneben, die Q vom Braum ging daneben und dann hat man trotzdem noch die Ulti von Ashe benutzt und zusätzlich noch den Flash, um überhaupt ansatzweise einen Insect-Move noch zu machen. Das ist natürlich so viele Fähigkeiten verbraucht, dann hast du einfach nichts mehr. Wir sehen halt jetzt nochmal in der Wiederholung in der Situation auf der Top-Lane. Da sieht man nochmal schön, wie Souls
da wirklich halbiert wird von einer Kombination. Sie gehen wirklich sehr weit hinterher. Youngbug kriegt auch super viel Schaden. Ulti kommt nochmal raus. Ja, und da kann er natürlich nicht mehr weg. Das hat er auch längst eingesehen. Aber er macht super viel Schaden an beiden Zielen sogar noch. Also muss sagen, Renekton drückt trotzdem ohne Ende. Gerade weil er sich auch sehr stark jetzt auf die aggressiven Gegenstände fokussiert. Cyanide müsste seinen Repel noch zur Verfügung haben. Braucht es gar nicht zu benutzen. Expecte kein Mana. Kann da nochmal die Minen reinsetzen. Aber das dürfte es auch gewesen sein, was die Fähigkeiten angeht. Kautot wird aber noch schön zurückgeworfen. Der Haken trifft jetzt eben. Jedenfalls, das könnte unangenehm werden. Die sind aber fort. Man kann ja erstmal 1:1 tauschen. Auf die Laterne wird die X-Becke nochmal retten. Und Airwax Mobilität sorgt dafür, dass er der Bombe nochmal entkommen ist. Knappe Sache, aber die Spieler kämpfen ja auch gleich zu Beginn. Ja, wir sehen auch, Soul portet sich direkt auf die Top-Lane. Also möchte der Youngbug auch gar keine Chance geben, irgendwie da ein bisschen Schaden am Turm anzurichten. Und das ist natürlich bitter. Gerade am Anfang hält die Ulti von Kayle noch nicht wirklich sehr lange. Und das hat X-Packle gut gemacht. Obwohl er so wenig Mana hatte, hat er genau den richtigen Zauber benutzt. Nämlich die Verlangsamung und danach noch sein Wegstoßen durch diese Quietsche-Ente. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und ja, der Haken von Yellowstar war dann nur noch der Sarg auf dem Nagel. Das war absolut tödlich. Was man jetzt eben noch bemerken muss, Youngbug wurde zwar gegankt, hat sich gut behauptet, aber er ist vom Farm her extrem gut dabei. Verlässt jetzt hier die Lane ganz kurz. Ist offensichtlich immer noch in Führung. Und jetzt halt die Frage, wie er sich effektiv einbringt. Den Pinkwart sollte man auf jeden Fall einschalten, weil das ist so die Problematik. Er hat keinen Rückhalt. Sein Turm ist nicht mehr da. Er darf sich nicht zu weit raustrauen, denn man merkt, dass die Spieler natürlich entsprechend offensiv vorgehen. Und man muss ja dazu sagen, Elise ist halt ein richtig guter Kontrahent gegen Renekton, weil sie halt Schaden prozentual natürlich vom Leben macht. Oh, die Bombe kommt sehr früh rein. Wulat, du musst auf jeden Fall ein bisschen zurück. Unlimited kriegt schon sehr viel Schaden. Ja, ob man den Dragon klauen kann. Oh, das wird relativ schwierig. Er hat schon vergleichsweise viel HP verloren. Unlimited. Oh, schön gemacht. Ja, also den konnte man erhalten. Youngbug wird hier nochmal mehr Leben erhalten, aber die 2 Sekunden bringen es auch nicht. Haken ging jetzt ebenfalls nicht an das richtige Ziel. Trotzdem wird Kautat fallen. Jetzt kommt nochmal Sinert auf die andere Seite. Schöner Kokon kann sich da ohne Probleme und Airwax kümmern. Und Woolite, einziger Überlebender, versucht hier mit dem Volley zu arbeiten. Die Frage ist, ob Sinert, nein, er geht nicht weiter. Wow, wenn man jetzt hier noch eine Kill geht, denn so ein frühes Ace ist eine Katastrophe. Ja, vor allen Dingen, man hat zwar den Dragon bekommen, aber ob sich das gelohnt hat, wir sehen das jetzt nochmal in der Zusammenfassung, alle wirklich unglaublich viel, wenig Leben schon. Youngbug kriegt auch sehr viel Schaden, Unlimited ist sofort tot eigentlich. Er bekommt hier sogar nochmal die Ulti von Kayle drauf, Woolite steht da auch ungünstig und Kautat und Airwax können da eigentlich nicht mehr wegkommen. Kautat ist auch im Pit gefangen und Airwax super gemacht von Cyanide. Er flasht rüber, setzt den Kokon, ja, und kann ihn dann ohne Probleme noch aufessen. Ja, parallel dazu wurde hier beinahe noch die mittlere Lane vernichtet, hat aber trotzdem nochmal standhalten können. Also 3000 Gold Vorsprung nun für das Team von Fnatic. 2 Türme haben sie ebenfalls auf ihrem Konto. Es wirkt trotzdem vergleichsweise wenig, wenn man ehrlich ist. Trotzdem ist es halt unangenehm, weil natürlich der direkte Kontrahent schneller in der Lage ist, die wichtigen Gegenstände zu erhalten und diese natürlich zu benutzen. Wir dürfen den Vergleich zwischen den AD-Carries nicht mal ansatzweise wagen. Woolite zwar fast mit der Klinge der Unendlichkeit dabei, aber 3-0-3 Reckless mit gutem Farm und er geht auch wirklich das Ghostblade-Bild. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Klinge des Geschürzenkönigs und Yomus Geisterklinge ist jetzt ein sehr attraktiver Item-Bild auf Lucian. Man hat sehr viel Angriffsgeschwindigkeit, dadurch skaliert natürlich auch die Ulti besser, das Niedermähen macht mehr Schüsse. Man hat Rüstungsdurchdringung, das natürlich auch mit all seinen Fähigkeiten skaliert und mit seinen normalen Angriffen. Und du hast ja diese Angriffsgeschwindigkeiterhöhung und Bewegungsgeschwindigkeit unhält. Also da kannst du wirklich, hast ein super Item-Bild und das wird ja auch nicht mehr lange, da wird er auch nicht mehr lange warten müssen, um diese Items fertig zu haben. Teleport kommt durch, jetzt sitzt der Pfeil ganz gut auf Yellowstar. Oh, wunderbar hier mit dem Auspeitschen, glaube der könnte hier so nochmal wegkommen. Unlimited versucht ja noch Schaden zu widerstehen, kautert wieder am Haken, das macht Yellowstar nicht schlecht. Wurde hier gnadenlos angegriffen, aber geht hier wieder rein. Mit dem Auspeitschen. Woolite kann sich da nicht behaupten. Dieser Yellowstar dreht hier vollkommen durch. So ist nun extrem schnell. Könnte sich noch um Unlimited kümmern. Die Glitterlanze hat gerade noch so getroffen. Er hier mittlerweile auch sehr gut dabei. Airwax. Ja, Airwax ist halt sehr, sehr mobil. Die Glitterlanze würde jetzt aber sehr schmerzhaft sein. Doppelkill für ihn. Meine Güte. Die armen Kopenhagen-Wolves wollten wieder kreativ sein. Sie kriegen aber diese besonderen Picks nicht durch und nicht mal Kautat kann glänzen. Ja, also er wurde sogar von Yellowstar einfach zerstört. Und also super, wie Fnatic das einfach macht. Also sie haben ja wirklich in den letzten Wochen immer mal wieder gestrauchelt. Aber wenn man das so sieht, einfach auch von Souls 4-0-5, super stark. Ja, er hat sich hier einiges gegönnt in diesem Kampf und natürlich dann auch so die Reste halt gut bekommen. Das ist so ein riesengroßer Vorteil, den er einfach ausnutzen kann, weil natürlich gerade mit einem gesunden Mana-Haushalt, und das ist mit dem Morello natürlich auch gegeben,
ist man in der Lage, den Gegner ohne Ende zu jagen. Auch die Abklingzeitreduzierung ist einfach Granate dabei. Hat sich definitiv gelohnt. 2:13, so ein schnelles Spiel haben wir Fnatic bisher noch nicht gesehen. Ja, und wir hatten ja eigentlich schon die Befürchtung, dass es wieder so ein 40-Minuten-Spiel wird. Cyanide bekommt hier nochmal ein bisschen Schaden. Airwax geht sogar hinterher, kann hier eventuell den Insect machen. Na, die Spinne wurde auf die andere Seite gebracht, aber kommt hier mit dem Repair noch wirklich sehr entspannt raus. Wow, man hätte noch ein bisschen jagen können, bis die Braum-Ultimate wieder zur Verfügung ist. Parallel zur Wulite hier. Wow, kriegt er den Fall nochmal ran? Schön gemacht. Red Buff wurde transferiert auf Ash. Da hat er den Schaden noch von dem Pfeil unterschätzt. Ja. 300 auf niedrigster Stufe. Ja, da hat er auf jeden Fall, und vor allem die Betäubung, die war auch sehr schmerzhaft an der Mitte, macht hier nochmal sehr viel Schaden mit, countert an Yellowstar. Yellowstar, du kommst hier eventuell nicht mehr weg, oder? Wurde ja angezündet, aber er kann sich nochmal mit dem Schild befreien, countert. Kann ebenfalls die Ultimate nutzen, um Schaden zu widerstehen. Airwax wird hier ordentlich runtergedrückt. Diesen Wasserbomb sollte man auf jeden Fall entgehen. Sein hat hier ein bisschen alleine, sollte vorsichtig sein, aber man traut sich nicht. Möchte nicht nochmal betäubt werden, der ED-Carry, der 406 steht. Der ist natürlich auch wieder im Rücken gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass auch wenn Soulis 4-1 hat, momentan die Youngbug vom Farm her alles richtig macht. Der 104 CS im Gegensatz zu Soulis, der mit 58 da wirklich ein bisschen mager unterwegs ist. Aber das wird ihn nicht stören, weil er einfach so viele Kills und so viele Assists hat. Wobei 58 kann 58, echt nicht gut aussehen. Ja, das hört sich sehr mager an für die 16. Minute. Aber das wird auf jeden Fall sehr schwer. 6000 Gold Differenz in der 16. Minute. Und vor allem, man muss einfach auch mal sehen, wie stark sie im direkten Teamfight sind. Reckless einfach mit 4-0-6. Hat jetzt auch seine beiden Items schon fertig. Und der ist wirklich, da musst du wirklich Angst haben vor ihm. Ja, man merkt euch ja den direkten Goldunterschied. Jeder hat 1000 mehr als der Kontrahent. 1000. Ja. So, es ist ein bisschen anders bei dem Unterschied zwischen Youngbug und Soulis aufgrund des guten Farms. Das ist offensichtlich. Aber sonst, das ist 1000 Gold, das ist einfach nur ein halber Gegenstand mehr und man merkt das auch sehr, sehr schnell, die Konsequenz daraus. Und was ich besonders schön finde, ist, dass Yellowstar mit der Münze gearbeitet hat. Er hat ja den Talisman zur Verfügung, kann sein ganzes Team beschleunigen und das kann so nützlich sein, um doch den Kampf zu suchen, sollte man den Bedarf haben, falls der Gegner überlegt, quasi passiv zu bleiben. Und das ist wirklich hervorragend, weil in der Lane kriegt man diesen Gegenstand meistens nicht durch. Ja, wir können auch bemerken, dass wow, Yellowstar sehr aggressiv. Kann hier die Laterne sammeln? Oh, Reckless. Box ist draußen. Youngbug kassiert hier einiges an Schaden, aber Airwax rettet nochmal den Tag. Auch Kautert in der Nähe. Man merkt aber auch, dass man zu zweit schon so eine große Bedrohung darstellt. Kautert wird jetzt ebenfalls nochmal in die Minen reingedrückt. Verliert er Leben ohne Ende. Specke hätte nochmal seine Ulti nachsetzen können, aber wahrscheinlich wäre die Intervention genau dazwischen gelandet worden und er kann sie ja wenigstens noch gegen die Vasallen benutzen. Sollte er nicht nah dran sein. Ja, wir sehen auch, dass er sich trotzdem für den Gral entschieden hat. Also die Mana-Regeneration scheint ihn da nicht so wirklich zu stören. Soul ist immer noch auf der Bottomlane. Ich denke mal, er wird jetzt ein bisschen mehr Respekt haben vor Wulite. Er hat gerade gemerkt, der ist doch gar nicht so einfach zu töten. Also der weiß sich auf jeden Fall zu wehren. Und er hat auch seine Ulti wieder zur Verfügung. Wobei man sagen muss, jetzt mit Klingel und Endlichkeit. Gott, das Soul ist Mobilität ist viel zu hoch. Unlimited spürt er auch den Schaden durch die Glitterlanze. Entsprechend unangenehm. Da hat man viel Zeit investiert, um ihn auf jeden Fall zu jagen. Praktisch ist, dass man in der Nähe des Drachens ist und den braucht Kopenhagen auf jeden Fall. Der Goldabstand beträgt gerade 5000. Das ist ein offensichtlich unangenehmer Wert, aber es ist keiner, wo man nicht zurückkommen kann. Gerade wenn man in der Lage ist, den Drachen zu erledigen, wäre das Gold wert. Wird aber nicht passieren. Ja, den Drachen wird man nicht bekämpfen können. Wir sehen auch schon, dass Cyanide sich super positioniert, kann da dementsprechend auch den Drachen holen. Teleport wird nochmal von Souls benutzt und der Turm oben hat einfach fast gar keinen Schaden bekommen, obwohl Youngbug wirklich fast die ganze Zeit da oben hockt. Und man sieht auch, dass Souls jetzt langsam rankommt. 98 Farm. Langsam hat er sich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf den Farm konzentriert. Bluebuff jetzt sogar wieder da. Souls auch schon auf dem Weg. Also da, ja, den wird man sich schnappen. Ja, man sieht ja auch schon, dass da die Kopenhagen-Wolves erstmal nicht reagieren können. Die Carry ist nicht vor Ort und hier ist man quasi mit der ganzen Mannschaft dabei. Da wird man hier, denke ich, in aller Ruhe noch an Soulis abgeben können. Er kann das Gute brauchen. Hier sieht man die Talisman-Aktivierung. Der Haken, das könnte meiner gewesen sein. War ein kleines bisschen daneben. Specke versucht natürlich ebenfalls vom Farm her noch ein bisschen aufzustocken. Und da macht Kautert im Prinzip ja auch alles richtig. Also er versucht also auch so gut wie es geht gegenzuhalten. Ich will nicht sagen, es ist noch nichts verloren, es ist trotzdem aber gerade ein unangenehmer Moment. Es wird doch so schwierig sein, hier Wulite reinzubekommen. Er versucht sich vom Farm her zu bemühen, hat ja auch seinen Kill, das ist vollkommen in Ordnung, aber Reckless ist da einfach zwei Niveaustufen über ihm. Ja, man muss dazu sagen, dass Ashe ja auch eine Veränderung schon vor langer Zeit erfahren hat. Ihr Habichtschuss hat ja die Möglichkeit, mit jedem Vasall, den du tötest, 3 Gold zu generieren.
Das heißt, bei 170 Vasallen ist es schon wirklich ein ordentlicher Goldbonus, zumal sie ja auch noch Klinge der Habgier gebaut hat, auch nochmal ein Gold-Item. Also da kommt sie vom Gold her zumindest ein wenig ran, aber du hast vollkommen recht, Reckless 406, Klinge des gestürzten Königs und Jomus Geisterklinge, also da muss sie rennen gehen. Oh, der Fall geht schon wieder daneben! So ist so schnell und vor allem so klein! Gragas wäre hier 100 pro getroffen worden, aber hat nicht ganz funktioniert. Und man muss dazu sagen, die Abklingzeit des Riesenpfeils ist okay. Es dauert nicht extrem lange, aber ohne ihn sollte man nicht kämpfen. Auch Airwax hat gerade bemerkt, wurde von Six ein bisschen beschossen und verliert einfach so viel Leben. Ja, er hat einfach auch viel zu viel Farm. Wir sehen auch schon, dass Kaut hat inzwischen immer noch nicht sein Runans Hurricane fertig hat. Das braucht er definitiv, dieses Item. Aber mit 032 natürlich für ihn da auch sehr schwierig. Wir können auch sehen, dass X-Packe immer wieder seine Bomben da reinhaut. Hat natürlich eine sehr geringe Abklingzeit. Reckless und Woolite sind hier so ein bisschen auf Augenhöhe. Ja, man merkt schon, dass er für den noch weiter Druck macht. Den Turm wollen sie auf jeden Fall haben. Und sie haben eine Komposition, die sich bei der Belagerung unglaublich wohl für die Glitterlanzen sind nervig. Und man sieht auch an X-Packe, dass er Schaden ohne Ende rausdrücken kann. Und die Möglichkeit, den Kampf zu eröffnen, die wurde schon verbraucht. Woolites Pfeil ist am effektivsten. Man könnte vielleicht noch Braum nutzen oder den Insect-Move von Airwax. Aber das ist halt... Also gerade die Braum-Ultimate braucht sehr lange. Ja, man hat jetzt auch gesehen, dass Lee Sin unten ist. Somit wird man eventuell auf der Top-Lane mal einen Kampf wagen. Man weiß auf jeden Fall, Airwax ist nicht da. Und jetzt zieht man auch ohne Probleme hier den Turm. Für Fnatic gar kein Problem. Also da haben sie jetzt alle äußeren Türme bis auf den unteren eigentlich eingerissen. Das heißt, da sollte man sich dementsprechend langsam ein bisschen gruppieren in Richtung Bottomlane. Wir können auch bemerken, dass einfach Airwax hier weiterhin immer wieder Vasallen im Jungle abfarmt. Ja, und Reckless, wir haben es ja schon oft erwähnt, er ist einfach in jedem Game super stark. Ja, und das vor allen Dingen für einen Botlaner. Also normalerweise merkt man, dass die Mitte ein bisschen besser dabei ist, aufgrund der Tatsache, dass man die Geister und so weiter machen kann. Das addiert sich mit der Zeit. Reckless ist dann eine Maschine. Also jetzt offensichtlich benachteiligt, weil er gerade wieder den Weg zur Lane aufsuchen muss. Aber genauso muss man es machen. Er muss an sein Gold kommen. Man merkt ja, Woolite geht einen anderen Weg. Hat ja wie bereits durch den Habichtschutz noch die Möglichkeit, etwas mehr Gold zu generieren. Sollte er Ziele vernichten. Wir können jetzt schon sehen, Youngbug hier ganz alleine. Hat aber seinen Slice and Dice zur Verfügung. Oh, das war von Reckless extrem gut gemacht. Das heißt, Youngbug muss hier sofort dran glauben. Er hat das Slice nicht getroffen und kann die Fähigkeit dann nicht nochmal reaktivieren, wenn er kein Ziel durchdringt. Richtig gut gemacht. Und wir haben auch gesehen, wie stark wirklich Jomus Geisterklinge ist. Er hat sie aktiviert, er macht super viel Schaden einfach. Und den Turm auf der Bottomlane, den kann man jetzt wahrscheinlich auch fast ohne Gegenwehr eigentlich einreißen. Man wartet hier nochmal auf eine weitere Welle von Vasallen. Und ja, wie willst du mit 4 Leuten gegen so ein starkes Team verteidigen, den Turm? Geht im Prinzip fast gar nicht, weil man hat mit Zoes jemanden, der sich sehr, sehr schnell um die gegnerischen Vasallen kümmert, der Leute auf Abstand hält und parallel dazu sehen wir auch X-Packe, der versucht so gut wie es geht noch weiter die Mitte unter Druck zu setzen. Jetzt formiert man sich gemeinsam. Was jetzt gerade auch aufgefallen ist, Youngbug hält nichts aus. Das liegt daran, dass er sich wirklich mit der Klinge des gestürzten Königs ausgestattet hat. Es gibt Renekton-Spieler, die das machen. Es fallen aber gefühlt 80% davon auf die Nase. Jetzt wurde X-Packe getroffen, wird hier von vielen Ultimates erwischt und er kann aber nochmal die Ulti raushauen. Man hat ihn jetzt vernichtet, aber die Spieler wurden hier ordentlich angeschlagen, auch Unlimited. Keine schlechte Ultimate. Die Leute sind hier alle verlangsamt. Man könnte jetzt langsam aber sicher anfangen zu jagen. Der Haken hat hier kein Ziel getroffen. Einen konnte man jetzt erwischen, aber Woolite mittlerweile in einer unschönen Position versucht sich da irgendwie zu behaupten. Das gleiche gilt für Soes. Er muss die Laterne bekommen. Schafft es auch hier nochmal wegzukommen. Wow, man hat mit viel Aufwand, mit vielen Ultimates vor allen Dingen, gerade noch so Fnatic zurückschlagen können. Aber da merkt man, Ash, Eröffnung ist nicht schlecht. Ja, definitiv, die Betäubung ist da schon sehr stark. Also obwohl X-Packe da auch geflasht hat und seinen Fluchtzauber benutzt hat, die Quietsche-Ente, damit kann man ja auch mal wegspringen, ein ganzes Stückchen. Kam er da wirklich gar nicht mehr weg. Aber... ja, es ist trotzdem sehr schwierig. Mich wundert es auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Fnatic das wirklich so in die Länge zieht. Wir sehen hier nochmal die Eröffnung auf X-Packe. Super schön gemacht von Airwax. Er kriegt ja auch so viel Schaden einfach. Wenn da der erste Crit von Ash sitzt, dann bekommst du mit der Klinge der Unendlichkeit locker so 500, 600 Schaden. Und hier sehen wir auch, also Kauter lässt man da komplett außer Acht. Er hat noch volles Leben, kann da immer wieder reinhalten. Sie hatten auch echt Glück, dass Kautat noch nicht seinen Runans Hurricane hatte. Und vor allem, dass Airwax gerade super schnell reagiert hat. Konnte mit dem Watcher nochmal der Glitterlanze entkommen. Und man merkt, das ist so eine gute Möglichkeit für sie, eventuell das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. Sollte Woolite in der Lage sein, auch verwundbare Ziele zu treffen. Der Pfeil kann ja auch von Cyanide abgefangen werden, der sich natürlich kaputt lacht.
und ihm das völlig egal ist. Er hat sich auch hier für das gefrorene Herz entschieden. Das ist ebenfalls eine interessante Entscheidung. Wieder sitzt er, der kristalline Pfeil, aber man kriegt vergleichsweise viel Schaden. Man kommt sogar wieder weg. Diese Laterne ist super nötig. Man wird jetzt eingekreist werden. Die HP sinkt und sinkt. Der Haken auf Wulay, der kann nochmal hier gut unverwundbar gemacht werden. Wehrt sich auch nicht schlecht, aber wird zerfetzt werden von Reckless. Keine Möglichkeit, da wegzukommen. Auch Unlimited hier ganz alleine muss sich seinem... Ja, kann nicht zu seinem Team kommen und Airwax ist der einzige Überlebende und hat sogar noch die Ultimate zur Auswahl. Super stark auch wieder einfach von Yellowstar. Also nicht nur, dass er erst Cyanide mit der Laterne rausholt, dann trifft er auch noch den Haken, wenn da vier Leute stehen auf die Ashe. Also das ist einfach super perfekt gemacht von ihm und da können sie sich jetzt auch ohne Probleme um den Baron kümmern. Fast alle Teammitglieder von... den Korbmagenwolf sind noch tot. Und jetzt sehen wir nochmal die kurze Wiederholung. Also Cyanide hat in einer ungünstigen Position, bekommt auch super viel Schaden, kann direkt repellen. Und da sieht man es. Yellowstar holt ihn da mit der Laterne raus. Und jetzt kann man wirklich die komplett in die Zange nehmen. Und da kommt dieser Haken auf Wulay. Wirklich drei Leute stehen da und er trifft genau den richtigen. Und vor allen Dingen wurde die Kale-Ultimate ja... Wo war es schon richtig, dass man diese eingesetzt hat? Aber sie hat ja quasi nur den Schaden von Yellowstar verhindert, der jetzt okay ist. Aber halt im Vergleich noch zu vernachlässigen. Und nach dem Baron wird mich jetzt auch den Drachen noch gönnen. Das finde ich auch eine gute Reihenfolge in dem Sinne. Man hätte auch gesagt können, okay, wir sind schon vor Ort. Lass uns aber erstmal die wichtigen Ziele abarbeiten und vom globalen Gold jetzt hier davonziehen. In der 26. Minute 10.000 vorne zu liegen. Nun ist die Frage, sehen wir ein Fnatic, das Schach spielt? Oder sehen wir in Fnatic, dass sich was traut? Ja, wir haben ja schon ein paar Mal erlebt, dass Fnatic auch mal mit hohen Goldvorteilen endlich echt mal dazu neigt, das Spiel so in die 40. Minute zu ziehen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Wir können auf jeden Fall schon bemerken, dass der 4.10-Patch da wirklich schon angekommen ist. Komplett bei Reckless und auch bei Wulite. Also Blutdürster haben wir ja schon vorausgesehen, ist einfach... wird nicht mehr gebaut. Nein, der Schild, der ist wirklich super schwierig einzusetzen. Wie gesagt, er degeneriert halt mit der Zeit und auch der Schaden ist halt gesunken. Das ist das Problem. 80 ist einiges weniger als 100 und man versucht dann eher dann mit dem kritischen Schaden von der Klinge der Unendlichkeit zu arbeiten, was ja auch offensichtlich gut funktioniert. Harry, was meinst du? Wie kann man hier zurückkommen auf der Seite von den Kopenhagen Wolves? Das ist schwierig. Ich muss sagen, es ist sehr schwierig. Wobei man sagen muss, also den Schaden von Wulite sollte man nicht unterschätzen. Man hat gerade gesehen, wie viel Schaden Reckless bekommen hat, obwohl man sofort Wulite rausgenommen hat. Also wenn du da wirklich auf dem richtigen Ziel den Pfeil triffst und dann die Betäubung von Braum, dann machst du auch sehr viel Schaden. Aber man sieht schon, selbst Unlimited ist sofort tot. Mit dem Schild, ihr seht schon, Reckless mittlerweile godlike. Wurde hier nochmal von Yellowstar fast. Er trifft aber auch jedes Todesurteil. Seine Q-Fähigkeit, mehr oder weniger seine Ultimate gerade. Spielt das sehr sauber herunter. Man merkt ja auch, der Belagerungsmodus ist einfach für Fnatic optimal. Die Minen liegen da 5 Jahre so. Es kann mit den Glitterlanzen bei Bedarf nerven. Und auch natürlich hier, oh, der Schaden durch die Ultimate alleine war super unangenehm. Man muss sich zurückziehen. Gibt jetzt auch hier ohne Probleme den Inhibitor auf. Wow, Kopenhagen-Wurfs liegen so weit zurück. Sie können sich auch noch nicht mal den Kampf erlauben. Nee, man hat ja auch gesehen, selbst solche Tanks, in Anführungsstrichen, wie Braum oder wie Youngbuck, der mit Renekton hier auch schon sehr tanky ist eigentlich, die platzen sofort weg. Und dann möchtest du natürlich nicht sehen, was da mit gerade mit solchen weichen Zielen wie Kale oder mit Ashe passiert. Gerade Ashe, du hast ja nichts. Wenn du wirklich einmal wirklich betäubt wirst, dann kannst du eigentlich dem Spiel nur noch zugucken. Denn dann bist du auf jeden Fall direkt tot. Und das macht auch Fnatic hier super routiniert. Sie gehen direkt auf die Bottomlane. Sie wissen, da ist der letzte Turm, der hier noch in der zweiten Reihe steht. Und deswegen reißt man den jetzt ein. Also da will man wirklich gar kein Risiko eingehen. Vor allem haben sie Optionen ohne Ende. Sie können nicht sagen, wir spielen das defensiv, versuchen mit Expecke hier irgendwie noch mit dem Pokeschaden zu arbeiten. Dann geht ja auch offensichtlich ein sehr aggressives Bild. Oh, jetzt versuchen wir mit dem Flashhook zu arbeiten. Gerade haben wir ihn noch gelobt. Das sah albern aus. Das sah albern aus auf jeden Fall, den Vasallen da ein bisschen am Haken zu haben. Aber man muss sagen, ich finde es gut. Denn man hat jetzt einen Vorteil, da sieht man wieder, der Haken sitzt und Unlimited. Und über die Wand machen sie so viel Schaden. Das ist richtig schlimm. Und schon, jetzt trifft er aber einen nach dem anderen. Und da ist wieder natürlich einfach die Ultimate reingeklatscht. Keine Chance hier, die Intervention zu aktivieren. Und erneut Captain Hook hier vor, trifft hier einen nach dem anderen. Wulite muss sich da zurückziehen. Konnte mal mit dem Heal arbeiten, aber seinen Verbündeten Unlimited kann er dann nicht retten. 2 Kills mittlerweile für Xpecke. Wulite versucht dann mit dem Volley noch irgendwie gegenzusteuern. Aber das ist natürlich nicht mehr möglich. Die Vasallen hier direkt vor Ort. Und das könnte das schnellste Spiel von Fnatic gewesen sein. Natürlich im Positiv, wieder trifft er der Haken auf Wulite, dann wird zerfetzt werden. Fast schon am Fountain selber. Unangenehme Situation. Meine Güte, Yellowstar, was ist mit dir los? Einmal verfehlt und das war's im ganzen Spiel.
Hier sehen wir schon, da ist jetzt der Nexus ebenfalls draufgehen wird. Fnatic, beeindruckend, muss man sagen. Ja, vor allem beeindruckend von Yellowstar einfach, was der in dem Spiel alles gemacht hat. Da könntest du wirklich schon Best-of von der ganzen Woche daraus machen. Wie viele Haken der getroffen hat, wie oft der Leute aus ungünstigen Situationen mit der Laterne befreit.